Hallo, in diesem Video geht es um die Emotionen im Sport, welche Rolle sie spielen, welche Funktionen sie haben. Legen wir los und ich habe das folgende Video so aufgebaut. Einmal geht es um Definition, was sind Emotionen, wie kann man sie abgrenzen von anderen Dingen, was ist Angst und welche Rolle spielt sie im Sport und einmal, was ist der Unterschied zwischen Zustands- und Eigenschaftsangst. Dann, welche Funktionen genau haben oder können Emotionen im Sport haben? Was hat Leistung mit dem Grad der Erregung, also dem Grad der Emotionen zu tun? Und da gehe ich auf die Jörg-Stotzen-Hypothese ein. Warum gibt es so eine Angstlust und ein Reizsuchverhalten, also wo Leute Reize suchen, Angst suchen aktiv und warum machen sie das? Und am Ende gehe ich noch kurz aufs Flow-Konzept ein. Fangen wir an. Emotionen, was ist das überhaupt? Also es ist eine subjektive Befindlichkeit, etwas in mir drin, was sich nicht so einfach von außen direkt messen oder nachvollziehen lässt. Es gibt einen Zusammenhang damit, wie ich selber die Situation bewerte, in der ich mich befinde. Es gibt physiologische Prozesse, die mit Emotionen im Zusammenhang stehen. Sagen wir zum Beispiel, dass man in Schweiß ausbricht oder dass der Puls ansteigt. Und es gibt Verhaltensimpulse, die ebenso im Zusammenhang stehen. Denken wir zum Beispiel an ein Gefühl von Panik und Fluchtverhalten. Im Sport haben die Emotionen unterschiedliche Funktionen. Ich gehe nachher noch genau darauf ein, aber schon einmal grob, können vorbereitende, signalisierende, organisierende und kontrollierende Funktionen haben. Es gibt im Gegensatz zum Begriff Kognition den Begriff Emotion, den Begriff Kognition. Der hat einen Zusammenhang mit Emotionen, ist nicht genau das Gegenteil, aber steht ein bisschen im Kontrast dazu. Kognition bedeutet Prozesse des Wahrnehmens, Denkens, sich Erinnerns. Also wenn ich logisch denke, wenn ich kombiniere, wenn ich mich erinnere, wenn ich wahrnehme, dann sind das eher kognitive Prozesse. Die können ja aber wiederum eine Emotion auslösen. Und daher der Zusammenhang zwischen Kognition und Emotion, wo man aber trotzdem nach unterscheiden muss. Ich will mal Emotionen durchgehen nach dem 5-Punkte-Modell von 5-Komponenten-Modell nach Gabler, an dem Beispiel eines Mädchens, das zum ersten Mal an einer Kletterwand klettert. Kognitive Komponente. Dem Mädchen würde vielleicht auf den Kopf gehen, wenn ich nicht gesichert wäre, wenn das Seil reißt, was auch immer, ich falle, dann könnte ich mich verletzen. Das ist ja erstmal eine logische Wahrnehmung. Eine subjektive Komponente gibt es auch. Das ist, wie sich das Mädchen in dieser Situation fühlt. Hat sie ein Zittern? Fühlt sie sich, hat sie Schmetterlinge im Bauch? Was auch immer. Also, was geht in ihr selbst vor? Es gibt eine physiologische Komponente, also was für körperliche Prozesse kann man beobachten. Puls könnte zum Beispiel ansteigen, Schweißproduktion könnte starten. Es gibt auch eine Ausdruckskomponente und auch hier in dem Beispiel, in dem Foto, sehen wir, dass da eine so eine Art freudige Erregung im Gesicht zu sehen ist. Also man kann Emotionen oft ja auch sehen bei Menschen an der Mimik, an der Gestik. Es gibt eine motorische Komponente, also wie die Bewegung oder die Bewegungsqualität verändert wird. Und bei Anfängern im Klettern ist es oft, dass sie sich zum Beispiel sehr verspannen, sehr viele Muskeln sehr stark und unverhältnismäßig stark anspannen. Das wären also diese 5 Komponenten nach Gabler, die man wunderbar auch auf viele andere Situationen im Sport anwenden kann. Es gibt verschiedene Kategorien von Emotionen, je nachdem, wie lange die dauern und wie die Qualität ist, also ob die eher intensiv sind oder eher nicht. Wenn wir von einem Affekt sprechen, ist das etwas, was sehr kurz, aber sehr intensiv ist und kaum zu kontrollieren ist. Daher auch der Ausdruck, jemand hat im Affekt gehandelt, vielleicht jemanden geschlagen oder was auch immer. Das soll dann immer heißen, eine sehr intensive Emotion, die schwer zu kontrollieren war. Beim Gefühl meinen wir in der Regel etwas, was mittelfristig ist, also zum Beispiel einige Stunden. Und bei einer Stimmung, das dauert noch länger, kann über Tage oder Wochen anhalten, kann aber dabei auch natürlich sehr in den Hintergrund treten. Wir können Emotionen auch nach positiv oder negativ einteilen, also Dinge, die wir eher gerne in uns fühlen und Dinge, die wir eher vermeiden. Vorfreude, Freude über Leistung, Stolz, Zufriedenheit sind sicher eher positiv, wobei Frustration, Aggression, Wut und Angst eher negativ sind. Und um Angst soll es jetzt im Weiteren genauer gehen, denn Angst spielt ja eine große Rolle im Sport, beziehungsweise der Versuch, Angst zu vermeiden und mit ihr umzugehen. Ich will das mal am Beispiel hier direkt dieses Mädchens beim Turnen festmachen. Die Angst, die im Sport
beispielhaft auftreten können. Oft ist das die Angst vor Verletzung. Hier könnte man sagen, dass das Mädchen vielleicht Angst hat, von der Stange den Halt zu verlieren und bei einer Übung auf den Boden zu fallen und sich dabei zu verletzen. Und diese Angst kann ja auftreten. Angst vor einem drohenden Leistungsversagen, also dass, wenn man eine schwierige Übung macht und man wird sie vielleicht nicht schaffen. Und einfach davor hat man Angst, dieses nicht schaffen. Auch die Folgen des Leistungsversagens können einem Angst machen. Wir denken mal an Personen, die in einer Mannschaft spielen oder in einem Team und die natürlich zum Beispiel ihren Platz in dem Team verlieren können, wenn sie nicht gut genug sind, und davor könnte Angst entstehen. Soziale Blamage spielt natürlich auch eine Rolle, gerade wenn man bedenkt, dass in vielen Sportarten viele Leute oder einige Leute zuschauen und einen beobachten, und man will sich als Mensch natürlich einfach nicht blamieren, sondern gut vor den anderen dastehen. Und überhaupt hat man eine Angst vor ungewohnten neuen Bewegungserfahrungen. Gerade beim Turnen, wer zum Beispiel als Anfänger erstmal Kopf überhängt in verschiedenen Turnübungen, der empfindet das durchaus als Angst besetzt. Und natürlich überhaupt vor Situationen der Überforderung generell. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, diese nächste Aufgabe zu bewältigen. Angst ist insgesamt ein Bedrohungs- und Spannungszustand. Und da gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung, die auch für uns als Trainer, also damit auch als Sportler, eine große Rolle spielen kann. Es gibt etwas, wo man von Zustandsangst spricht, also die Angst, die sich in einem Moment entwickelt, in einer konkreten Situation, aus einem konkreten Anlass. Und dann gibt es die Eigenschaftsangst, also dass Persönlichkeiten eher zu Angst neigen. Und natürlich steht das in einem Zusammenhang. Wer zum Beispiel eine hohe Eigenschaftsangst hat und als Mensch dazu neigt, der wird natürlich in einer konkreten Situation auch eher Angst entwickeln. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen den beiden, aber es ist natürlich sehr wichtig, die Unterscheidung, wenn ich jemanden trainiere, ist das jemand mit einer hohen Eigenschaftsangst oder ist es nur eine Zustandsangst, die an einer konkreten Situation hängt? Man kann Angst reduzieren. Das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen und aufzunehmen und auch weiterzugeben. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt natürlich verschiedene psychologische Trainingsverfahren, die darauf abzielen, wie entsteht die Angst, wie kann ich die einsortieren, wie kann ich mental darauf reagieren, ich als Betroffener von Angst, diese Angst zu lösen oder zu überwinden. Und es gibt aber auch spezifische Maßnahmen, die Trainer und Lehrer natürlich machen können. Und hier habe ich eine Situation davon mal gezeigt. Wenn man einen Flickflack macht, der ist natürlich hoch angstbesetzt, weil man ist eine ganz neue Bewegung in der Regel für die meisten Schüler ist. Und dann bewegt man sich auch noch nach hinten, das ist unangenehm. Wenn man aber eine gute Hilfestellung hat, reduziert sich diese Angst oft immens, sodass man doch denkt, man kann diese Bewegung machen. Also sehr interessant. Jetzt, wenn Angst so etwas Negatives ist und wenn wir eben gesagt haben, das ist doch eine negative Emotion, warum gibt es dann Leute, die die Angst suchen oder die den Reiz suchen, der in Richtung Angst geht? Wie kommt das? Man erklärt sich das so, dass eine Grundeigenschaft des Menschen ist, dass er neugierig ist, wagemutig ist und sich auch dadurch in diese Situationen bringt, die Angst auslösen können. Man nennt Angstlust im Englischen ja Thrill, und es gibt da einen Zusammenhang mit Sportarten, die also diesen Thrill suchen. Zum Beispiel Sportarten mit großen Geschwindigkeiten. Man denke an Motorradrennen oder die zu Grenzsituationen führen, also Klettern zum Beispiel am Berg. Auf jeden Fall auch ein Thrill-Seeking-Sportart. Es gibt dazu eine interessante Theorie, die Reversionstheorie oder Reversal Theory von Apter. Und es geht dabei darum, dass er sagt, im Grunde wollen wir Menschen ja auch Langeweile vermeiden. Und deshalb begeben wir uns in Situationen, die, wenn es gut geht, aufregend sind und wenn es schlecht läuft, eben Angst auslösen. Genauer kann man das mit diesem Diagramm hier beschreiben. Also wenn wir uns auf der linken Seite befinden, dann ist es zum Beispiel sehr ruhig, wir sitzen im Sessel und wir können diese Situation jetzt als langweilig, also negativ empfinden, oder wenn wir uns vielleicht vorher sehr angestrengt haben, als Entspannung und damit als angenehm. Und wenn wir es als Langeweile empfinden, dann suchen wir als Menschen in der Regel eine aufregendere Situation. Nur kann diese Aufregung natürlich auch zu einer Angst führen, diese aufregende Situation. Und so erklärt man, warum Menschen Situationen suchen, die auch Angst auslösen können. Welche Funktionen können
Emotionen im Sport haben. Zum einen gibt es eine Vorbereitungsfunktion, wo also mein Körper in einen Zustand gebracht wird, dass er hohe Leistungen bringen kann. Und da laufen verschiedene körperliche Prozesse ab, die ich hier nicht alle beschreiben will. Es gibt eine Signalfunktion, also über zum Beispiel meine Gestik, meine Mimik, über meine Körpersprache teile ich mit, wie es mir geht. Und das können meine Mitspieler sehen, das kann mein Trainer sehen und so weiter. Es gibt eine Organisationsfunktion, also bestimmte Emotionen bringen uns auch in den Zustand, dass wir zum Beispiel besonders aufmerksam sind, weil wir sehr aufgeregt zum Beispiel sind. Und es gibt eine Kontrollfunktion, also wenn sich Bewegungen, wenn die schlecht ausgeführt werden, fühlen die sich auch komisch an und es löst in uns emotional was aus und das hat zur Folge, dass wir vielleicht eine schlechte Bewegung korrigieren können und damit eine Kontrollfunktion ausüben können. Was hat jetzt der Grad der Erregung, also wie viel Emotionen in mir vorgehen, mit meiner Leistung zu tun und wie lässt sich das einordnen? Dazu gibt es die Jerks-Dodson-Hypothese und die besagt, dass unsere höchste Leistungsfähigkeit dann erreicht ist, wenn unsere Erregung, also unser emotionale Erregungslevel, auf einem mittleren Niveau ist. Das sieht dann auf einer Kurve dargestellt so aus. Wenn ich also überhaupt nicht emotional irgendwie angeregt bin, dann ist auch meine Effektivität, meine Produktivität niedrig. Und wenn ich absolut emotional erregt bin, ist sie auch wieder niedriger. Und optimal ist eigentlich so eine mittlere Erregung und ich versuche diesen Sweet Spot da zu finden. Könnte jetzt zum Beispiel so sein, dass wenn ich sprinte, sage, ich will schon zum bestimmten Grad erregt und aufgeregt sein, damit wenn ich dann loslaufe, ich auch wirklich eine optimale Leistung bringen kann. Das kann ich eigentlich nicht bringen, wenn ich vorher schon emotional durch einen Teil der Tränen gegangen bin, auch nicht, wenn ich eigentlich völlig emotionslos bin. Es gibt ein Problem und Kritik an dieser These, wo man sagt, ja Moment, es gibt ja sehr unterschiedliche Menschen und die sind bei sehr unterschiedlichen Leveln von Emotionen eher leistungsfähig oder eben weniger. Und man sagt, es gibt situative Unterschiede. Also es gibt vielleicht Sportarten, wo das anders ist als in anderen Sportarten. Das kann man in diesem Diagramm vielleicht darstellen, wo man sagt, wenn ich Gewichtheben mache, klar, dann muss ich eigentlich schon sehr erregt sein, weil ich muss ja nur ganz kurz einmal die absolut höchste Leistung bringen. Und diese Art der Erregung, die ich vor dem Heben des Gewichts habe, die ist ja gar nicht gut, wenn ich die im Schießsport hätte, denn da müsste ich im Gegenteil eigentlich total ruhig sein, um möglichst genau treffen zu können. Es gibt noch das Flow-Konzept und hier versucht man zu beschreiben den Flow, also das, was Menschen als einen Flow empfinden und oft ja auch im Sport eine Rolle spielt, dass jemand sagt, ich war total im Flow. Sportler beschreiben das dann oft so, sie sind total in sich versunken, bewegen sich wie ferngesteuert, es passt auf einmal alles zusammen, sie sind aufgedreht, sie haben Ruhe und Selbstvertrauen bei ihren Bewegungen, das Tempo ist optimal und so weiter. Woran kann man jetzt diese sehr unterschiedlichen Beschreibungen festmachen oder wie kann man die in ein theoretisches Konzept geben? Das hat man versucht und ist dabei etwa mit diesen 6 Komponenten des Flow-Erlebens rausgekommen. Und die will ich anhand des Fußballspiels oder eines Fußballspielers gerade beschreiben. Optimale Beanspruchung. Man fühlt also, dass das, was man leistet, man diese Leistungsfähigkeit auch optimal anbringen kann in der jeweiligen Situation. Also, dass ich von meiner Ausdauerleistungsfähigkeit, sage ich mal, von meiner Sprintfähigkeit, von meiner Passfähigkeit absolut genial gefordert bin. Klare Rückmeldungen zu dem, was ich machen muss und klare Handlungsanforderungen. Also meine Mitspieler zeigen mir genau, was sie von mir erwarten. Ich weiß genau, welche Position ich im Spiel habe und welche Leistung ich dazu erbringen habe. Die Handlungsabläufe sind glatt und flüssig. Also wenn ich einen Pass mache, läuft der und der sitzt. Und wenn ich laufe, fühle ich, dass das genau die richtige Geschwindigkeit ist. Ich bin total konzentriert in dem Fußballspiel, aber es ist zwanglos. Ich muss mich nicht aufraffen, mich zu konzentrieren, wie vielleicht bei einer unangenehmen Aufgabe, sondern es kommt quasi wie von selbst. Ich habe ein verändertes Zeitgefühl. Die Zeit fühlt sich also entweder länger oder weniger lang an, und ich nehme sie ganz anders wahr.
Und zuletzt noch, ich fühle mich nicht mehr so sehr als ich selbst, im Sinne von, dass ich mich als ganze Person mit all meinen Problemen und Gedanken und sonst was sehe, sondern ich denke eigentlich nur noch im Rahmen dieser Situation. Und dann spricht man von einer Verschmelzung von Selbst und Tätigkeit in dieser bestimmten Situation. So viel also zum Flow-Konzept. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ihr fühlt euch sicherer mit dem Thema Emotionen im Sport, was natürlich ein riesiges Thema ist. Wenn ihr für das Sportabitur lernt oder für das Sportstudium, gibt es auf meinem Kanal noch ganz, ganz viele Videos, die sich um das Thema drehen. Schaut euch mal um. Ich freue mich natürlich, hier euch wiederzusehen. Macht's gut und bis bald. Sport mit Mr. V.